Herr Präsident, Herr Minister, ich habe eine Frage zum Kompromiss 219a, sogenannte Werbung für Abtreibung und der Komplex und die Debatte, die es darum gab. In dem Zusammenhang haben Sie eine Studie gefordert oder wollen eine Studie erstellen in Höhe von 5 Millionen zu den nach meinem Kenntnisstand seelischen Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen. Das ist der Fokus. Ich nehme wahr, dass dieser Vorstoß von Ihnen auch in der gesamten Debatte tatsächlich sehr stark hervorgerufen hat, dass das ein Misstrauen auch gegenüber den Entscheidungs- und Selbstbestimmungsrechten von Frauen wahrgenommen wird. Und in diesem Zusammenhang, glaube ich, erinnern sich viele auch an Ihre Aussagen des Vergleichs der Pille danach mit Smarties. Also ich frage an dieser Stelle natürlich nach, was wollen Sie jetzt mit dieser Studie konkret erreichen? Also welche Klarheit können Sie uns hier heute noch mal beibringen dazu zum Inhalt dieser Studie? Und beziehen Sie in diese Studie auch die Erkenntnisse zum Beispiel der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung Untersuchungen von 2016 ein? Liebe Frau Kollegin, zum Ersten ist diese Studie Bestandteil der Vereinbarung innerhalb der Koalition und der Bundesregierung und gemeinsames Anliegen und gemeinsamer Auftrag der gesamten Bundesregierung in ihrem Kabinettsbeschluss. Zum Zweiten, zur Debatte rund um die Pille danach mag die Ausdrucksweise unglücklich gewesen sein. Ich habe nur damals darauf hingewiesen, dass das ein Medikament ist, das nicht frei ist von Nebenwirkungen. Und bei dieser Aussage bleibe ich in der Sache auch, weil sie ein Faktum beschreibt. Und im Übrigen damit ja auch es um Aufklärung und Informationen rund um Nebenwirkungen von möglichen Medikamenten geht. Und das Dritte, was die Studie angeht, werden wir sie natürlich wie jede wissenschaftliche Studie ergebnisoffen anlegen. Wir nehmen auch die Erkenntnisse aus anderen Studien ernst und wahr. Wahr ist aber auch, dass es keine umfassende Studie unter den Bedingungen, die in Deutschland ja schon auch besondere sind im Vergleich zu anderen Ländern, das fängt schon bei der Beratungsstruktur an, dass wir eine solche Studie bis jetzt nicht haben. Und ich verstehe ehrlich gesagt manchmal schwer, warum die Frage, wie es betroffenen Frauen in einer sehr, sehr schwierigen Lage geht auf diesem Weg, warum die Frage, wie es ihnen geht, so teilweise nicht durch Sie in der öffentlichen Debatte diffamiert worden ist. Ich finde, wir sollten ein gemeinsames Interesse daran haben, zu wissen, ob es Probleme gibt. Und wenn ja, dann kann man schauen, wie man Abhilfe schaffen kann. Und wenn es keine gibt, wäre das ja auch ein Ergebnis, mit dem wir umgehen können. Aber warum eine solche Studie mit solchen Unterstellungen versehen wird, teilweise in den Diskussionen, ich nehme sie ausdrücklich aus, kann ich nicht verstehen. Vielen Dank. Eine weitere Nachfrage, Frau Bühlschaus, bitte. Ich habe eine Nachfrage. Es verwundert mich insofern, dass Sie sagen, es ist eine gemeinsame Entscheidung bei der Regierungsbefragung. Ministerin Giffey hat an dieser Stelle da eine sehr klare Abgrenzung gezogen. Von daher habe ich nicht kann ich nicht erkennen, dass es ein gemeinsames Handeln unbedingt ist. Ich frage deswegen noch mal nach, weil Sie hier die Studien, die schon bestehen, mit einbeziehen wollen. Und es ist insofern interessant, dass es auf der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung eine Seite gibt, familienplanung.de. Da ist quasi unter anderem auch in dieser Studie von 2016 die Rede davon, dass insbesondere Stigmatisierung quasi ein besonderes bedrückende Situation für Frauen ist. An dieser Stelle würde ich mich wirklich fragen, warum Sie an das Brustabortion-Syndrom vielleicht hier in den Vordergrund stellen wollen, aber nicht zum Beispiel das Thema Stigmatisierung. Zum Ersten ist es ein einstimmiger Beschluss der Bundesregierung. Die Unterlagen für diese Kabinettsbefassung haben die Informationen über die Studie berücksichtigt. Die Studie ist Bestandteil der einstimmig von der Bundesregierung beschlossenen Eckpunkte zum Bundeshaushalt 2020. Und insofern ist die Beschlusslage der Bundesregierung einheitlich und klar dazu. Was die zweite Frage angeht, schließe ich weder das eine noch das andere aus. Es ist auch an keiner Stelle von mir oder anderen Mitgliedern der Bundesregierung oder meines Ministeriums irgendwie geäußert worden, dass wir nur das oder nur das oder nur jenes anschauen, sondern wir gehen an eine solche Studie ran, wie wir an jede wissenschaftliche Studie herangehen, mit dem Wunsch nach Erkenntnisgewinn. Im Interesse, im Übrigen insbesondere der betroffenen Frauen in einer schwierigen Lage.